Zum Abschluss der Reihe temperaturgeführter Transport möchten wir heute klären, wann die Kühlmaschine auf Dauerlauf bzw. auf Start-Stopp eingestellt wird. Sobald im Modus Start-Stopp die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet der Diesel ab. Springt aber automatisch wieder an, wenn die Abweichung von der eingestellten Solltemperatur zu groß wird. Wenn der Diesel allerdings steht, gibt es natürlich auch keine Luftumwälzung im Auflieger. Das heißt, Start-Stopp ist der Modus, mit dem Diesel gespart werden kann, findet aber nur bei recht unempfindlicher Ware Anwendung, wie zum Beispiel der berühmten Tiefkühlpizza. Anders hingegen bei Obst und Gemüse. Diese frischen Produkte erfordern einen konstanten Luftstrom, damit die entstehende Respirationswärme abgeführt werden kann. Ja, Obst und Gemüse atmet. Unter Aufnahme von Sauerstoff wird CO2 und Wärme abgegeben. Tulpen aus Amsterdam und auch alle Pharmaprodukte erfordern ebenfalls Dauerlauf. Und auch bereits verarbeitetes Fleisch ist ein Sensibelchen. Unverarbeitetes Fleisch hingegen kann Start-Stopp wieder sehr gut vertragen. Diese Entscheidung sollte der Fahrer aber keinesfalls alleine fällen. In den Transportpapieren sollten immer klare Vorgaben zur Transporttemperatur und zum Betriebsmodus zu finden sein. Und wenn nicht, kontaktiert bitte euren Disponenten, um einen in der Regel sehr teuren Transportschaden zu vermeiden. Sollten wir in unserer kleinen Reihe zum Thema Kälte einen Aspekt vergessen haben, freut sich das Team von Krone TV auf eure Fragen und natürlich gerne auch zu anderen Themen.